Ein Fuchs, zmitzt in der Stadt. Allein in der Stadt Zürich schätzt man, dass bis zu 1000 Füchse hier leben. Aus dem Quartier hatte ich ein paar Telefon, dass es junge Füchse herum hat, die dann zur Nacht mit Abfall in die Gärten kommen, die sie aus Kehrichtsäcken rausreissen und das dann im ganzen Garten verteilen. Der Fabian Kern ist Wildhüter in der Stadt Zürich. Er weiss genau, wieso sich der Fuchs ausgerechnet in der grossen Stadt so wohl fühlt. Der Fuchs war schon immer in der Nähe vom Mensch. Er hat sich immer in der Nähe vom Mensch aufgehalten, früher, weil der Mensch Hühner und Hasen im Garten hatte. Und heute, weil der Mensch halt ab und zu auch mal etwas fortrührt. Ein halbes Sandwich, ein Pausenbrötchen, das im Gebüsch landet. Es hat immer Fressen in der Nähe vom Mensch. Der Stadtfuchs hat sich so gut an die Menschen gewöhnt, dass er sogar seinen Schlafplatz zumindest in der Stadt gerade neben uns Menschen hat. Das ist ein Fuchsbau jetzt. Da wohnt der Fuchs, da hat er auch die Kleinen grossgezogen. Und um herauszufinden, ob ein Fuchs da gerade wohnt, also ob der Bau bewohnt ist oder nicht, kann man immer schauen, ob es Spinnennetz hat vorne dran. Wenn es kein Spinnennetz hat, dann kann man davon ausgehen, dass da ein Fuchs wohnt. Wie man hier sieht, kein Spinnennetz, also der Fuchs wird daheim sein. Er ist zwar daheim, aber er will sich nicht blicken lassen. Weil am Tag schlafen die Füchse meistens. Ihr Nacht aber, wenn es dunkler wird, kommen sie dann aus ihrem Bau raus und schleichen auf der Suche nach Fressen durch die Vorgärten. Wenn man den Fuchs aus dem Stubenfenster raus sieht und darf man den Fuchs beobachten, ist auch eine spannende Sache. Wenn man draußen ist und der Fuchs einem überrascht, dann ist es am besten, wenn man ihn probiert zu verscheuchen, am Fuchs nicht nachrennt und ihn gar nicht probiert zu streicheln. Und was man auch nicht machen sollte, ist, die zu füttern. Weil die kommen dann ein falsches Bild über vom Mensch, gewöhnen sich an das und werden nachher sehr, sehr aufdringlich.